Dachsparren Teil 1. Moin zusammen. Es ist kurz nach 7 und hier liegt die Arbeit für heute. Der Plan ist, die 4 Dachsparren heute da oben drauf zu bringen. So, Action. Folgendes Vorgehen. Erstmal werden die auf gleiche Länge gebracht, die Enden rechtwinklig abgesägt. Dann werden die Auflageflächen bearbeitet, die eben dann da oben zu liegen kommen. Genau, dann wird das Ganze noch ein bisschen schön gemacht. Also sprich, wird ja unten die Kanten, also die Ecken ein bisschen schräg in, auf Gärung abschneiden, dass es einigermaßen hübsch aussieht. Ja, und dann gehen die Dinger da hoch. So, heute Abend soll das da oben sein. Und ich nehme euch weitestgehend mit, soweit das interessant ist, sage ich mal. Okay, genug geschnackt, auf geht's. Morgen. Dachsparren Tag 2. Jo, moin Leute. Ich habe gestern noch ein bisschen gearbeitet, ohne zu filmen. Und Sparren 1 ist tatsächlich schon oben.
Es ist gar nicht so einfach, alleine so einen über 30 Kilo schweren Sparren 4,10 Meter lang da oben hinzubringen. Aber läuft. Hier ist Sparre Nummer 2 und der kommt jetzt nach oben. Dachsparren Tag 4. Jo, moin YouTube. Oben auf dem Dachsparrenprojekt sieht das heute nur mittlerweile so aus. Beziehungsweise auf dem Bauabschnitt Dachsparren. Fünf Stück sind oben, fehlen noch drei. Ich bin jetzt dazu übergegangen, jeden Dachsparren einzeln erstmal fertig zu machen, um ihn dann anschließend direkt hochzulegen, weil ich festgestellt habe, mit meinen Mitteln kann ich hier nichts optimieren. Das funktioniert alles nicht so, wie das ein richtiger Zimmerer machen würde. Also mit die acht Dinger zusammenzwingen, die acht Sparren und dann halt zum Beispiel gemeinsam die Kante absägen vorne, das geht mit meinem Werkzeug hier nicht. Beziehungsweise ich habe nicht die großen Zwingen leider. Und naja, hinzu kommt noch, ich habe auch keine große Säge. Also ich bin jetzt davon ab, das alles von Hand zu machen. Ich habe meine Tauchsäge aktiviert, habt ihr vielleicht schon gesehen im letzten Video. Leider hat das Ding nur eine Eintauchtiefe von, was ich glaube, 55 mm, aber die Balken sind ja 8 ungefähr dick, sodass ich jedes Mal von Hand nachsäge und das ist eine ewige Plackerei. Also ich glaube, ich brauche hier pro Sparren, um den fertig zu machen, 2 Stunden, so roundabout, bis er oben liegt. Und naja, jetzt sind noch 3 Stück. Und ja, irgendwie habe ich festgestellt, ich bin auch nicht körperlich so fit, dass ich immer eben 8 Sparren am Tag da hochwuppe, weil die Dinger sind echt mega schwer. Aber ich habe jetzt eine ganz gute Technik. Okay, genug gelabert. Ich nehme euch jetzt einfach mit und zeige euch, wie ich hier weiter vorgehe. Anhand eines weiteren Sparrens. Ich glaube, die restlichen 2 packe ich dann ohne großes Video hoch, aber mal schauen. Gut, so denn, auf geht's.
Heute ist Freitag und Wochenziel erreicht. Alle 8 Sparren sind oben. Und ich bin sehr zufrieden.